Ey, wenn das Ding so kaputt ist, ne? Das lenkt sich überhaupt nicht, das Ding. Jetzt mal sowas von vergessen. Und jetzt liege ich auf dem Dach. Das musst du hier reinziehen, Bro. Ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich liege auf dem Dach. Stimmt. Und da kommt ein Konvoi. Oh, die Straße. Ey. Ja, ich sag ja, irgendwas ist gerade. Was ist gerade gewaltig los? So, Nachtsicht. So ist es. Warte, wo ist denn hier? C4, Granate, ist meine Granate. Ablenkung, da. Okay, du hast schon. Jo. Granate fliegt. Okay, meine geht auch gleich auf. Hä, warum nicht da drin noch einmal? Okay, unten ist frei. Alles durch, okay. Wieder gerade hier. Super. Noch schneller tippen. Weißt du, wenn ich diese Bugs immer habe, ne, fällt mir immer noch, weißt du, noch die eine Folge an, erstmal mit dem Schalldämpfer, war sowieso das Highlight, aber danach war das Beste. Wo meine Kamera ausgebuggt war und da statt Schulterperspektive war die Kniescheibenperspektive. Das war immer noch das Geilste. Da hab ich auch nicht in einem Spiel auf Kniescheibenperspektive, ja. Genau. Ja, warum nicht? Ist aber auch nicht. Ja, Kniescheibenperspektive. So. Soll ich das Ding jetzt fahren? Moment, ich fahre. Dein A, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist jetzt das Ding. Einzig cool ist, dass sich diese Autos so richtig geil fahren, dass man hier so richtig schöne Drift- und coole Überholmanöver machen kann. Einzig cool an diesem Ding. Boah, hier, das ist eine Challenge. Mit Thermoansicht. Schalt mal auf Thermoansicht, da kennst du ja gar nichts, Alter. Nach rechts drüben. Ja, normal. Stimmt. Alles nur blau. So musst du fahren, Alter. Kurz bevor dann im Auto vorbei, so wupp, kommt so eine Fahrbahn an dir vorbeigefahren. Hier rechts. Du hier da oben rumwappelst. Ey. Okay, das war's. Ort entdeckt. Was ist denn das hier? Schade, das wir wollten ja auch mal in die Mine, aber naja, egal. Achso. Finden wir wieder. Nie. Genau. Eine Bartolomeo-Fahrt oder sowas. Heißt wirklich Bartolomeo? Nee, Bartolomeo. Bartolomeo, ist das nicht hier von Terence Hill ein Charakter gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Bartolomeo schlägt sie alle, wo sie Fußball spielen? Das könnte auch sein, stimmt, es gab mal sowas. Wie ist er nicht, Bartolomeo? Da hinten brennt's übelst. Guck mal, das ist auch geil, ne? Das, die so Gegenden ploppen auf, wenn du 2 Meter davor stehst. So ein Feuer, wie hoch das zum Himmel hochgeht, ne? Das sowas in der Ferne siehst du, ne? Das ist komisch. Verstehe ich immer nicht. So ganz. Ich frag mich, wie das Spiel das entscheidet, welche Sachen reingeploppt werden und welche nicht. Ich fahre richtig, es sieht nur so aus, als wenn ich wo lang fahre. Das Navi sagt, ich muss hier lang, das ist kürzer. Hinten ist wieder der Palast auf 11 Uhr. Und übrigens mal jetzt mal nach all der Zeit endlich mal Dirt 4 reingelegt. Ist auch schon draußen. Ja. Fährt sich gut. Also jetzt ist nicht so realistisch wie Dirt Rally. Definitiv nicht. Aber ich würde sagen, ist weitaus besser als Sebastian Loeb Rally. Würde ich sagen. Läuft auf jeden Fall mit 60 FPS das Spiel. Relativ flüssig. Ich weiß jetzt genau, ob es mit 60 läuft, aber es ist weit, also mindestens doppelt so schnell wie Sebastian Loeb. Einzige, was mich nur stört, ist, du kannst auf Arcade oder Simulation umschalten. Das nervt so ein bisschen. Kannst du sogar mitten beim Rennen machen. Was zum Geier, okay. Ach, und weißt du, was das Geilste ist? Wenn du nach hinten guckst, hast du eine Rückbank. Cool. So was braucht man wirklich. Ach, wir sind bei der Tankstelle wieder. Ja, und alle ploppen rein. Siehst du das gerade? Ja. Oh, Schützen. Den soll ich mal einschüchtern wieder.
Ziel da drüben. Ziel Nummer 3. Vorsicht, ne? Versuch nicht die... Oh, der schießt auf mich, den wir einschüchtern sollen. Ey, hör auf die Tank... Der scheiß NPC schießt auf die Tanksäulen. Hab ihn. Okay. Oh, hinter mir ist ein... Oh, Vorsicht, da ist noch einer am Auto. Da ist einer am Auto, pass auf. Versuch mal ein bisschen in Deckung zu gehen. Der ist jetzt genau in meiner Leiche, schießt auf dich. Er ist kurz davor, beim Ende. Er ist tot, die Rebellen haben ihn. Die Rebellen haben ihn. Okay, und auch abgeschlossen. Ja, habe ich nicht gesehen, er muss sich hinter dem Auto versteckt haben oder so. Ja, alles gut. Hier sind drei Ressourcen. Ja, Junge. In die Kehle. Genau im Adamsapfel rein. Da gehört so eine Adrenalinspritze auch rein. Hier, Bro, damit die Stimme mal wieder ein bisschen besser wird. Wir lassen die Rebellen wissen, genau, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. So ein bisschen Adrenalin. Tut gar nicht mal schlecht für so eine männliche Stimme. wo ist er? Männlich. Ja. Da aus wie ein Mann. Wieso? Wo ist er hier? Ach, hier ist er. In der Innenseite. Kriegst du den? Mhm. Ja, um dabei zu markieren. Wenn er mal. Ja. Ach ja. Warte, ich muss ein Feuerwerk machen. Feuerwerk. Da ist noch ein Fragezeichen und ansonsten haben wir denn alles in dem Gebiet. Ja. Das Gebiet ist dann sauber. Cool. Nur ein Fragezeichen. Ja, das stimmt. Haben wir alles gemacht? Genau. Endlich! Genau, das ja, ist ja zur Halbzeit. Ja. So, ist schon drin? Ja, klar, der Herr ist mal wieder hinten drin, alles klar. Und beim Ausschau wieder vorne glitschen können, also kein Problem. Oh, ja, die Kurvenlage ist ein bisschen anders als bei der Karre. Geh mal hin. Ihr Fahrt! Oh, sieht aber cool aus hier mit dem Grün. Was hat was? Dein Bart, ey. Dein ganzer Bart, Leute. Okay, meine ganze Fresse leuchtet. Auch nicht schlecht, so zu fahren. Neue Schwierigkeitsgrad. Das ist ja Augenkurz, Alter. Wusstest du eigentlich, dass es in diesem Spiel gab es ja sowieso schon ein paar Easter Eggs, aber wusstest du, dass es eigentlich nur offiziell ein Easter Egg gibt? Und zwar in verschiedenen Orten steht, da ist ein Knopf, da steht Don't push the button. Okay. Wenn ihr den Knopf kommt irgendwo Feuerwerk, zum Beispiel in diesen, was habe ich gesehen? An dem Staudamm, wo wir mal waren. Kannst du dich erinnern? Wo die alle Leichen alle irgendwo oben hingen? Da kannst du einen Knopf drücken. Dann kommt Feuerwerk. Es gibt voll viele Ecken, wo das immer steht. Dass du die Taste drücken kannst. Ich hab ihn ganz ruhig. Das war schon lange tot. Er fetzt ja nochmal die Bude auseinander. Hallo, das sollen die Rebellen mal wieder benutzen. Was ist denn los mit dir? Das Fragezeichen sind noch nicht weg. Stimmt, weil es über uns ist. Wetten? Geschwind 40, weil wir nicht rankommen. 40 Meter, 100 pro. Hat Lakatarium ein Fahrzeug gebeten. Jetzt mal hier hoch. Ich lass mal hier hoch. Du kannst gar nicht hoch. was haben wir da oben? Der Berg sieht ja cool aus mit dieser Spitze vorne wie eine riesige Rampe. Das sieht ja cool aus. Hier kannst du hoch, okay. Immer noch Fragezeichen? Ja. Ja, ich sag dir, es ist zu hoch, wir müssen da hinfliegen. Ach, wir sind doch wieder bei der Villa, sind wir wieder. Entdeckt. Fragezeichen weg? Nö. Bei mir ist Vorposten. Bei mir ist nichts. Immer noch Fragezeichen. Nee. Vorposten. Mit Griechen-Symbol. Ja, bei mir nicht. Zoom mal ran. Bei mir war es auch gerade. Zoom mal ein bisschen ran. Bei dir bist du auf dem Boden? Ja.
Immer noch Fragezeichen. Fliegt man da mal rüber? Ja, ja, ich fliege im Bogen. Du sagst dir, wie du immer außen ranhängst, als wenn du immer so gleich abfliegst. Ja. Alles klar. Siehst du? Muss man das auch bei. Komisch, Ressourcen einsammeln ist jetzt in Ordnung, aber Fragezeichen einsammeln nicht, oder was? Was? Das ist ja super. So, was wollen wir denn gleich weitermachen? Hier gibt es ja jetzt so eigentlich ja nur noch Vierergebiete, oder? Das finden wir auch noch, aber sonst Vierer, ja. Vier. Ja, Vierer sind die nächsten. Genau. Wollen wir mal hier die Mission machen von oben rechts? Weil wir haben jetzt links, Santo? Ja, wir haben jetzt links. Wir machen immer so links-rechts, machen wir eigentlich immer. Mhm. Weil es ist ein etwas kleineres Gebiet, da sind wir auch schon mal rüber geflogen, warum nicht, ne? Würde ja, klar. Kann ich erstmal da hinfliegen und dann erstmal Halbzeit. Ja, ich suche eine Basis, dass wir da speichern können. Mhm. Ja, wir müssen abonnieren und damit die Allergie mal wieder mal 12 Kilometer. Na, müssen wir schneller fliegen? Das sieht gerade geil aus, wie die Rotorblätter im Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang gerade sich spiegeln. Ja, yeah, das sieht aus. Wirklich schön aus. Das sieht so aus, wie wenn man in ein Whisky, in ein volles, in so ein fast leeres Whiskyglas schaut und dann so durch eine Lampe, ne? Findest du nicht auch? Ja. Dann geht der noch mit diesen, von der Hitze. Die Hitze von der Turbine hinten. Ja, von der Düse. Das Ding hat schon wirklich seine Momente, also es sieht schon. Wirklich, ja? Manchmal hast du wirklich einen Augenblick, wo du denkst, Hammer. Ja, jetzt ist es noch geiler. Ja. Man kann es nicht hassen, auch wenn das Spiel schon so viele Macken und Scheißaktionen hat. Und vor allem diese scheiß unsynchrone Koop unter uns ist. Treibstoffkonvoi. Hat so viele Macken hat, trotzdem kann man es einfach nicht hassen. Man kann es einfach nicht hassen, weil es immer wieder so atemberaubende schöne Momente gibt. Ich muss mich auch nur fragen, wie kann das eigentlich sein? Wo sind wir denn hier? Wahrscheinlich hat sich gerade eine Akte freigeschaltet. San Mateo. Fünf Sterne, ne? Vier, okay. Guck mal, das ist eine Golfanlage unter uns. Also das ist aber definitiv hier mit diesem... Das ist doch hier so ein Sandbunker, oder was das heißt. Genau. Eine Bohne und ein Halbmond, okay. Schon wieder so ein Bug. Wenn du den Rauch anguckst, siehst du den Boden des Meeres. Hey, wie machst du das? Und einfach nur die Kamera so. Wenn du hinten, also in den Rauch reinguckst auf den Boden, dann siehst du auf jeden Fall durch das Wasser durch. Hab ich nicht. Bei mir schon leider. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ja. Also ich sehe ein paar Pflanzen unten im Wasser aufploppen. Aber jetzt den Boden sehe ich nicht. Ja, also wenn ich dann nur hinten wow. In den Rauch, scheiße. Wenn du hinten den Rauch anguckst. Genau, weil wenn du hinten nämlich den Rauch anguckst, dann kannst du... Aus welchem Winkel denn? Gerade drauf oder schräg oben oder was? Wow. Nee, schräg oben. Wir sind getroffen. Wir gehen runter. Siehst du? Wunderbar gelandet. Ich vertraue dir da eigentlich mal. Wer bin ich? Quad der Pro-Pilot, Alter? Zumindest landest du das Ding immer sicher. Ah. 8 Kilometer gut gegangen. Oh, weißt du, wo wir sind? Kniescheibenperspektive-Gebiet. Das ist das Resort. Also doch. Wann gab es denn da eine Sam-Anlage? Warum spawnt jetzt hier kein Auto? Gibt's doch nicht. Echt jetzt? Der haut ab. Mit 10 Schuss hau ich einen Hubschrauber vom Himmel, weißt du? Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig.
Ich war. Der hat kalte Bierfässer hinten drin, wenn du genau guckst. Schlag ein. Stimmt. Ich hab den heiligen Kral gefunden. Los! Genau. Lass nach Hause fahren, ich hab eine ganze LKW-Ladung Bier, Alter. Ist bestimmt warm, du bringst wieder weg. Das wäre zum Beispiel auch cool, wenn du auf diese Fässer, die hinten drin sind, schießt, dann würden die so auslaufen oder so. Also auch so ein bisschen spritzen oder so. Wäre schon eine coole Sache. Ja. Wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Far Cry 1 oder was für eine einsame Insel sind wir? Voll das Tropengebiet jetzt hier schon wieder. Oder? Also, ey, das Spiel, ne? Ach hier, das ist der Predator-Dschungel. Hier, das ist dieser riesige Berg, wo wir schon mal hochgeklettert sind. Der dichte Predator-Dschungel ist das, wo jemand eine Herde Schweine durchtreiben würde. Ja, genau. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Schön. Aber siehst du, das hat alles wieder so einen Wiedererkennungswert bei dem Spiel. Das ist auch nicht schlecht. Hast du vor Ionen mal gespielt, aber trotzdem hast du so ein, zwei Landmarks, die dich doch wieder trennen, wo du bist. Voll geil. Hier rechts, das ist der riesen Zuckerhügel, oder wie du es sehen kannst. Geil. So. Bier Edition, wo bringen wir das jetzt hin? Ja, 2,6. Ich stelle mir gerade vor, dass wirklich einer so Bier übelst so schnell von A nach B bringt. Übelst geschäumt, übelst geschüttelt. Hören Sie, unsere Köpfe, ist dir schon mal aufgefallen, wie unsere Köpfe immer in so scharfen Kurven von links nach rechts wabbeln? Oh, nicht schlecht aus. Ich merke gar nicht, dass die ganze Zeit Zivilisten in die Schlucht hüpfen. Herauszuholen. Ach, und hier sind wir. Sieht nach Kartell aus. Ja, da. Ich wollte gerade sagen. Okay, wir sind in dem Gebiet drin. Machen wir sie dicht. So. Also, wo A ist. Nee. Wo ist denn hier eine Basis? Siehst du irgendwo von der Basis? Einsatz-Checkpoints, okay. Das ist irgendwo eine Basis in dem Gebiet? Ah, wir sind gerade vorbeigefahren. Ja, da wäre die Basis. Ach, hier steht hier aus. Das ist so schön Dschungel. Tolle Sache. Hoffentlich bringt es auch ein bisschen Deckung, das ganze Blatt weg hier. Ja, die Chancen stehen schlecht. Können wir spoilern. Das wird sowieso nichts. So Jungs, die Bierlieferung ist da. Pisswarm, wie ja, es mögt. Genau. Trinkt was das Zeug. Mein Charakter ist nass. Wieso ist mein Charakter ja, nass? Ja, meine auch. Das wundert mich auch gerade. Scheint wohl jetzt ein bisschen warm hier zu sein. Ja, die Luftfeuchtigkeit hier, ey. Sogar meine Mütze ist nass. Ich wusste gar nicht, dass wir auf meinem Dachboden sind, bei Hitzewelle. 70 Grad. So weit. Dein Charakter ist im Boden drin. Im Dreck. Im Boden. Okay. Ich bestimmt auch, wenn du mich anguckst. Ja. Man wird gar nicht dreckig. Sonst wird man doch immer dreckig. Haben sie rausgepatcht, Grafik, damit das Spiel schneller läuft. Sieht man, dass ich mal Fernglas habe eigentlich? Warte, guck mal. Du bist mit dem Ellbogen im Boden. Guck mal woanders hin. Nee, du hast deine Waffe einfach nur weggesteckt. Du hast gar keine Waffe in der Hand, kein gar nichts. Okay, also sieht man das Fernglas nicht. Schade. Du bist nur in einer Burt Reynolds Position, mehr nicht. Hm. Nee, das sieht dann so aus. Wenn du mich jetzt anguckst. Siehst du? Ja. Okay. Hast du keine Granate gezogen? Oh, jetzt bei dem Wetter, bei den Lichtbedingungen sieht man mal jetzt schön hier das Chrom.
Hier, siehst du an der ACL das Chrom? Das ja. Bronze? Sieht nicht schlecht aus, ne? Das stimmt. Übrigens bei Call fast fertig. Dark Matter. Bald hab ich's. Okay. Ich jetzt, ja, die zwei Schrotflinten noch und die erste Schrotflinte ist schon halb durch. Da habe ich Headshots schon fertig. Jetzt muss ich noch Kills sammeln. Dann kommt die letzte Schrotflinte und dann hoffe ich mal, dass die Gerüchte wahr sind, dass es sowas gibt bei dem Spiel. Ja. Schick ich auf jeden Fall ein Screenshot von. Was war denn das für ein Move, Alter? Das sah ja geil aus. Wie aufgestanden bist. Du hast dich mit einem Bein hoch, das andere war wie so ein Turnkick von Street Fighter. Hast dich aber so schnell gedreht wie Hayabusa, wenn er dieses Go-Man macht und sich so wegbeamt mit diesen Kirschblüten-Dinges, Alter. So sah das gerade aus. Das war ja richtig geil gerade, wie du gerade aufgestanden bist. Also warte mal, also das heißt, wenn ich, als ich so gemacht habe und dann so. Nee, jetzt bist du durch den Boden aufgegangen. Aber du hast dich dabei eben gerade so richtig übelst gedreht, zwei, dreimal um dich selber rum. Auch nicht schlecht. Mit dem Fuß so weggestreckt, weißt du, als wenn du mir so einen übelsten Fußfeger geben willst. So ein Abdabdabdabdab oder wie dieser Move heißt, oder? Keine Ahnung. Auch nicht schlecht, ja. Sah nicht schlecht aus. So, schön in Deckung gehen. Okay. Was ist denn da zerschossen? Voll die grüne Wolke. Das C4. Ach so. Ach so, hier, weil hier rollt nur ein Blatt lang und ein Baum. Bei mir hast du nur... Es hat nicht geknallt. Es hat nicht geknallt. Ich habe nur gesehen, okay. dass... Ich habe Blätter gehört. Grüne Wolke. Eine grüne Wolke habe ich hier so ein Blattwerk lang rollen sehen. Da denke ich mir auch so, hä? Okay. Was hast du da gemacht? Ich wusste gar nicht, dass du ein Blatt... Ich dachte, du hast die Blätter zerschossen. Auch nicht schlecht. Ne, ich habe C4 in die Luft gejagt. Also. Hört sich genau gleich an. Ja, wenn du auf die Blätter schießt. Tatsächlich. Das Spiel. Ich glaube, es wird Zeit, das Spiel mal neu zu starten. Also heute Abend. Hast du gerade jemanden erschossen? Hat sich vorhin angehört? Nö. So. Ich versuch den Baum hier abzuknallen, aber der geht nicht kaputt. Achso, dann hat sich wieder so ein Rebell wieder auf den Fuß gehauen. So, ich frag mich wirklich, ob ich diesen Baum sprengen kann. Ich höre, der hat explodiert, dass es wieder nur eine grüne Wolke gibt. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schmeiß wieder C4. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Ich hab mal einen Mörser auf den Baum geschickt. Ja. Er wackelt, auf jeden Fall. Ja, wackelt, das stimmt. Ja, aber fallen tut er nicht. Ne? Ja, kannst du mal sehen. Also hier holzt keiner den Regenwald ab. So ist es, ey. Hast du keine Granate auf mich geschmissen? Voll den roten Radio, sag ich gerade. Das war das C4. Ey, hier liegt der C4 unter mir, kommt zu an, Alter, wie Peter Griffin, Alter. Boom. Jagt er mich erstmal voll in die Luft, der Sack, Alter. Ich sag ja hier, der Typ, ne? Den kannst du so in die Pfeife treten, den Typ. Immer muss er wieder irgendwas machen, um den armen Eishockeyer zu zeigen. Siehst du eigentlich die rote Markierung? Wenn ich das so auf dich halte, siehst du das eigentlich? Ja. Komisch, ne? Interessant, dass du meine Markierung siehst. Da finde ich aber cool irgendwie. So weiß man immer, wo gerade eine Granate hingeschmissen wird. Das ist schön. Das stimmt. Granate fliegt. Granate fliegt. Nehmt das. Oh Mann. Hab indirektes Feuer angefordert. Stirb! Scheiße, ja, wäre so gut gekommen, du warst gerade aus dem mittelsten Radio, dann hast du die letzte Ecke erwischt. Nein, komm mir nicht weg. Mal gerade so schön im Menü, wollte durchgucken, Alter, ich sehe nur so. Okay. Warte, Hilfe.
Na, endlich mal voll ins Herz. Da gehört's auch hin, ey. Ja, so, richtig gemacht alles. Ja, er war hier. Hallo? Senior, was machen Sie hier? Dann muss er auch nichts sagen, wir brauchen Scheiße. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal kurz eine Aufnahmepause, ne? Dann machen wir später nochmal weiter. Genau. Für euch extra zwei Aufnahmesessionen in ein. Und ich werde auf jeden Fall meine Konsole mal neu starten. Das darf so nicht weitergehen. Ja, ich auch, ey. Also die Synchro ist ja wirklich katastrophal. Ja. Peer-to-peer. Schöne Sache. Keine richtige Sache. Genau. Gut. Okay, Leute, es hat eine Menge Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Season, ne? Macht's gut. Jo, macht's gut.